Ladies, ladies, what am I gonna do with you guys? You're killing me. Come on. How about I set you up on the out on the patio? Richard Gere ist ein talentierter Hollywood-Schauspieler und Filmproduzent, Buddhist und sozialer Aktivist. Er wird oft als Glückpilz bezeichnet, aber wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass er eine große Persönlichkeit ist. Er ist ein Altruist und der Mann, der seit Jahren auf dem Weg zu sich selbst ist. Wir haben dieses Video vorbereitet, um ihn näher kennenzulernen. Mix Show präsentiert. Richard Gere, wie der Frauenschwarm lebt und wofür er seine Millionen ausgibt. Richard Tiffany Gere wurde am 31. August 1949 als Sohn der Hausfrau Doris Ann und des Versicherungsvertreters Homer George in einer amerikanischen Familie geboren. Die Familie war groß, neben Richard, der als zweites Kind geboren wurde, hatten die Geres 5 Kinder. Die Eltern waren gebildet und hatten ein tolles Leben in der Vorstadt New Yorks. Die Eltern bemühten sich um eine harmonische Erziehung. Es gab Raum und Kommunikation mit der Natur, denn die Familie lebte in einer kleinen ländlichen Stadt und trieb viel Sport. Der Schauspieler spielte Gitarre und war gut in der Schultheatergruppe und übte sich in Gymnastik. Nachdem er nach der Schule ein Sportstipendium erhalten hatte, ging er in die Universität von Massachusetts, um Philosophie und Regie zu studieren. Zu dieser Zeit träumte er davon, Berufsmusiker zu werden und sah sich als weltberühmter Trompeter. Diese verrückten Träume hinderten ihn schließlich daran, seinen Abschluss zu machen. Zunächst verließ er die Universität, um eine Stelle als Musiker anzunehmen. Dann begann er sich für das Theater zu interessieren und brach das Studium ab. Als er nach New York kam, versuchte er sich an Theatern und eines Tages hatte er Glück. 1975 bekam er nach einer Reihe von Nebenrollen die Hauptrolle in dem Stück Killer's Head. Auf der Bühne stand er die ganze Zeit mit verbundenen Augen und spielte einen zu Tode verurteilten Mörder. Das spielte dem jungen Schauspieler in die Hände. Zu dieser Zeit war er sehr zurückgezogen und schüchtern, was sein Können beeinträchtigte. In diesem Fall aber hörte der Saal nur seine Stimme, die das Publikum buchstäblich in ihrem Bann zog. Das Spiel des jungen Schauspielers war so begabt, dass er den Filmproduzenten auffiel. Zunächst traf er in Filmen wie Report of to the Commissioner, Looking for Mr. Goodbar, Days of Heaven, Blood Brothers und Yanks auf. Und dann hatte er Glück. John Travolta weigerte sich, in American Gigolo zu spielen und die Arbeit ging an Gere. Mit einem Honorar von $35.000. Dank dieser Rolle wurde er sofort zum Liebling einer Menge von Zuschauerinnen. Eine große Rolle spielte dabei die Tatsache, dass der Schauspieler in einigen Szenen völlig nackt reden musste. Für ihn war das Image der Frauenschwarms und die Rolle des Lieblingsheldens festgeschrieben. Und das begann ihn zu belasten. 2 Jahre später wurde Richard die Hauptrolle angeboten, die Travolta ironischerweise wieder ablehnte. Der Film An Officer and a Gentleman war ein großer Erfolg, gewann 2 Oscars und wurde laut dem American Film Institute als einer der größten romantischen Filme der Geschichte anerkannt. I should have warned you scuzzy female types all about the Puget dudes. Those are the ones that say they're wearing a rubber, but there's really a little hole bitten in the bottom of it. Richards Filmografie erweiterte sich dann mit den Filmen The Honorary Council und Breathless. Und 1984 spielte er die Hauptrolle in dem Gangsterfilm The Cotton Club unter der Regie von Francis Ford Coppola, wo er sich an seine Jugend erinnerte und Trompete spielte. What is this, a kidnapping? Would you like that? Because I think I'm up to it. You do move me. I don't know why, but you do move me. In unusual places. Erstaunlicherweise war der Film trotz einer brillanten Besetzung und eines guten Regisseurs und einer Reihe nominierten Auszeichnungen ein Misserfolg an der Kinokassen. Das hielt Richard nicht davon ab, $2 Millionen für seine Rolle zu bekommen. Dann erschien der Film King David, das Drama Power, der Action-Thriller Miles from Home und die Thriller No Mercy und Internal Affairs, die $1,5 Millionen gebracht haben. Der wahre Ruhm kam für Gere, als er fast 40 wurde. Im Film Pretty Woman, das ursprünglich als Drama konzipiert war, wollte Richard kategorisch nicht spielen. Das Drehbuch gefiel ihm nicht, das wurde auch später stark geändert. Richard langweilte sich mit der Rolle, die auf seinem Image des Liebhabers basierte. Aber sein Agent überzeugte ihn, für die Hauptrolle ausgewählte Schauspielerin zu treffen und Julia Roberts überredete ihn, an dem Film teilzunehmen. Es ist immer noch bis heute ein Geheimnis, wieso der Film so erfolgreich wurde. Did you really say $100 an hour? Yeah. Yeah. Well, if you don't have any prior engagements, I'd be very pleased if you would accompany me into the hotel. In die Produktion wurde weltweit $40 Millionen investiert und die Einnahmen betrugen $463 Millionen. Vielleicht liegt der Grund in der Chemie, die am Set zwischen den Darstellern der Hauptrolle entstand. Die Autoren mussten das Ende umschreiben, um ein Happy End zu erzielen.
Zunächst sollte Edward mit der Leiter zu Vivian hochklettern, die der Prinz ihrer süßen Träume war. In der ursprünglichen Geschichte stieß der reiche Mann das Mädchen aus dem Auto und warf ihr Geld. So sollte der Film enden. Gere selbst mag Pretty Woman aus vielen Gründen nicht und hat dies in Interviews betont. Umso mehr freute er sich über das Angebot des Meisters des japanischen Kinos Akira Kurosawa, der ihm eine kleine Rolle in den Antikriegsfilm Rhapsody in August gab. Am Set musste Gere auf Japanisch sprechen, das er nicht beherrschte. Die Repliken wurden auswendig gelernt. Der Regisseur war sehr besorgt, dass er die Arbeit eines Hollywood-Stars nicht bezahlen konnte, aber Gere versicherte ihm, dass er umsonst spielen würde. Am Ende zahlte der Regisseur ihm einen symbolischen Betrag, bezahlte auch die Flugkosten und Gere bot an, Tickets für seine Freundin zu kaufen, falls sie nach Japan fliegen wollten. Eine solche Freundin war Cindy Crawford, die bereits seit einem Jahr seine Frau war. Eines der schönsten Paare der damaligen Zeit erschien 1988 und 1991 fand die offizielle Hochzeit in Las Vegas statt. Die Zeremonie war bescheiden, es gab nur 4 Trauzeugen und die Ringe, die die frisch Vermählten austauschten, hatten sie selbst aus Kaugummifolie gemacht. Viele halten die Hochzeit in Las Vegas für ein schlechtes Zeichen und vielleicht bedeutet es auch etwas, denn 1995 ließ sich das Paar scheiden. Gere und Crawford beschlossen, keine Tragödie daraus zu machen. Es ging schnell und ruhig zu Ende und dann wählte jeder seinen eigenen Weg. Geres damaliger Weg führte nach Tibet. Er traf Dalai Lama und wäre beinahe Mönch geworden. Doch der Schauspieler hatte Leben und Energie, die nicht in die einsame Routine eines Klosterbruders passte. Seitdem war er von Tibet begeistert und liebte es von ganzem Herzen. Richard begann, sich leidenschaftlich über die Notlage der Region zu äußern, wo immer er konnte. Bei einer politischen Versammlung rastete er völlig aus und versprach, die Chinesen allein zu bekämpfen, wenn Tibet nicht geschützt würde. Die Rede löste einen Rausch im Saal und nur eine Frau fand die Kraft, das Pathos auf einen Witz zu reduzieren. Das war die Schauspielerin Carrie Lowell, das berühmte Bond Girl aus dem Film License to Kill. Schon bald wurde Lowell die zweite Ehefrau von Herr Gere. Im Jahr 2000 bekam das Paar einen Sohn, das sie nach Richards Großvater Homer benannten. In der Zwischenzeit entwickelte sich die Filmkarriere von Richard Gere. Er spielte in Filmen wie Final Analysis, wo er auch Produzent war, And the Band Played On, Mr. Jones, First Night, Red Corner und Prime Pier. Für die Rollen in den Detektivmelodramen Summer By und in dem Drama Intersection erhielt der Schauspieler 5 bzw. 7 Millionen Dollar. Und in dem Action-Thriller The Jekyll spielte er mit Bruce Willis. Die Zusammenarbeit der beiden klappte jedoch so schlecht, dass sie sich geschworen haben, nie wieder gemeinsam zu drehen. Give over Preston. Who are you really looking for? A pro. Calls himself the Jackal. Oh, that fella. The mystery man. Gere hätte eine Hauptrolle in Die Hard spielen können, aber er lehnte aus irgendeinem Grund ab. Währenddessen beschlossen die Macher von Pretty Woman, das Duo Richard Gere und Julia Roberts in der romantischen Komödie Runaway Bride wieder auferstehen zu lassen. Der Film war ein Erfolg, spielte 300 Millionen Dollar an den Kinokassen ein und Gere bekam eine Gage von 13 Millionen Dollar. Unmittelbar nach diesem Film zeigte er sein dramatisches Talent in der Rolle eines reichen Mannes, der Krankheit und dem Tod seiner Geliebten machtlos gegenüberstand. Das war der Film Autumn in New York, wo er mit Winona Ryder spielte. You've got the hiccups. Are you kidding? I would go with you in a heartbeat. Yeah. You're fabulous. Yeah? But, oh dear. It must be me. Dann spielte er in dem mystischen Thriller The Mothman Prophecies und im Drama Unfaithful. Sie brachen dem Schauspieler gemeinsam 30 Millionen Dollar ein. Ein weiteres Werk von Gere war am Anfang der Nulljahre das Melodrama Dr. T and the Woman über den Erzgynäkologen. Um sich besser auf die Rolle vorzubereiten, nutzte Gere die Gelegenheit, die Arbeit auf der Bindungsstation zu studieren, als seine Frau ihren Sohn zur Welt brachte. 2002 sorgte Richard Gere mit der Veröffentlichung des Musicals Chicago erneut für weltweiten Aufsehen. I like me an awfully good sport. Good, you got that out of your system. Now listen, you mean just one thing to me. You call me when you got $5,000. Das Meisterwerk begeisterte nicht nur das Publikum, sondern auch die Experten, die es für gleich 13 Oscars nominierten. Auch BAFTA, Golden Globe und Grammy, die buchstäblich viele Auszeichnungen gaben, schätzten den Film auch. Persönlich gewann Gere einen Golden Globe als bester Darsteller in einer Komödie oder einem Musical. Übrigens hätte die Rolle des künstlerischen Anwalts auch an den Schauspieler Hugh Jackman gehen können.
der sie jedoch ablehnte, was später sehr bereute. Interessanterweise sollte die Verfilmung von Chicago bereits in den 70er Jahren mit Frank Sinatra und Liza Minnelli und Goldie Hawn in den Hauptrollen stattfinden. 2004 erschien das Remake der japanischen romantischen Komödie Shall We Dance, in der der Schauspieler mit Jennifer Lopez und Susan Sarandon die Tanzfläche rockte. Übrigens hatte er mit Susan in den frühen 80er Jahren eine Liebesbeziehung gehabt. Beverly, dance with me. I don't know how. Yeah, you do. No, yeah, you've been dancing with me for 19 years. Die nächsten Jahre widmete sich der Schauspieler Filmen, die nicht viel Lob ernteten. B-Season, The Hoax, The Flock, I'm Not There, The Hunting Party und Nights in Rodanthe. Ein weiterer Aufschwung kam erst 2009, als der Schauspieler die Hauptrollen in dem unglaublich rührenden, liebenswürdigen und traurigen Film Hachi, A Dog Story spielte. Alright, come here, come here, come here, come here, come here. Okay, it's alright. Let's see you private time, alright? Go on, stay, go home, go on. Während sentimentale Zuschauer in aller Welt keine Zeit hatten, die Taschentücher zu wechseln, spielte der Film weltweit 50 Millionen Dollar ein. Nach dem biografischen Film Amelia, den Krimis Brooklyn Finest und The Double und auch einem anderen Dokumentarfilm über einen buddhistischen Lehrer Brilliant Moon, erschien der Film Arbitrage, in dem Gear erneut mit Susan Sarandon spielte. Mein Teacher war Mr. James. Mr. James said, World events all revolve around five things. M-O-N-E-Y. Was ist Freshman Econ? Fifth grade Econ. Für seine Leistung wurde Richard Gere für einen Golden Globe nominiert. 2003 ging die Ehe von Gere in die Brüche, als seine Frau herausfand, dass er eine Affäre mit einer indischen Fernsehmoderatorin hatte. Die Trennung war dieses Mal eine harte Prüfung für Gere. Es gab viele Anschuldigungen seitens seiner Frau und viele finanzielle Forderungen. Aber bald fand der Mann seine neue Liebe. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Schauspieler bereits zwei geschiedene Ehen und eine Reihe von Romanzen. Seine Partnerinnen galten zu verschiedenen Zeiten Uma Thurman, Kim Basinger, Priscilla Presley, Barbara Streisand, Diana Prost und ein Dutzend weiterer Hollywood-Schönheiten. Aber es scheint, dass Gere seine Suche jetzt aufhören will. Auf einem der Festivals lernte er Alejandra Silva kennen, eine Journalistin und Tochter des ehemaligen Managers des Fußballvereins Real Madrid. Der Altersunterschied von 34 Jahren war kein Problem für die Silberfuchs. So wurde Richard Gere in Hollywood wegen seiner kategorischen Weigerung, seine prächtigen grauen Haare zu färben, genannt. Und drei Jahre später führte er seine Auserwählte vor dem Traualtar. Die bescheidene Feier fand im April 2018 in New York statt und brachte nur einen Kreis der engsten Freunde des Paars zusammen. Ein Jahr später bekamen sie einen gemeinsamen Sohn, Alexander, und im Jahr 2020 wurde ein weiterer Erbe geboren, dessen Name nicht bekannt gegeben wurde. Jetzt muss er sich nicht über die Gagen Gedanken machen und kann die Arbeit einfach mit Geschmack aussuchen. In letzter Zeit hat er zunehmend in Autoren- und Low-Budget-Filmen mitgewirkt. Dazu gehören solche Filme wie Movie 43, die Dramen Time Out of Mind, The Benefactor, Norman, The Moderate Rise and the Tragic Fall of a New York Fixer und Three Christs, das Melodrama The Second Best Exotic Marigold Hotel, der Thriller The Dinner und die Miniserie Mother, Father, Son. Im Januar 2023 lief die Komödie Maybe I Do an die Leinwand und der Schauspieler spielte die Hauptrolle. Das Vermögen von Richard Gere wird auf 120 Millionen Dollar geschätzt, was ihn zu einem der reichsten Schauspieler macht. Er hat Werbeverträge mit der italienischen Automarke Lancia, dem Zahlungssystem Visa, der Marke für Sprudelgetränke Orangina und anderen abgeschlossen. Er investierte in ein kleines Luxushotel Bradford Post Inn, er befindet sich in einem Vorort von New York. Das Hotel bietet seinen Gästen Meditation, Yoga und köstliches Essen aus Bioprodukten von seiner eigenen Farm. Gere selbst lebt mit seiner Familie in einer geräumigen Villa, die nur eine Autostunde von Manhattan entfernt ist. Die Villa ließ er 2020 für 10 Millionen Dollar renovieren. Die Gesamtwohnfläche beträgt 800 Quadratmeter. Es gibt 7 komfortable Schlafzimmer, Wohnräume und einen Weinkeller. Das Paar entschied sich, noch ein Grundstück zu kaufen mit einem Swimmingpool, um sein Grundstück bis zu 14 Hektar zu erweitern. Experten schätzen den Wert des Geschäfts auf etwa 700.000. Bis 2022 besaß Richard fast 35 Jahre lang ein anderes Haus in Proud Ridge. Das Haus, das er für 1,5 Millionen Dollar gekauft hatte, wurde für 24 Millionen Dollar verkauft.
Die charmante, geräumige Villa im Kolonialstil ist über 1000 Quadratmeter groß und verfügt über einen Swimmingpool und einen Zugang zum Teich. Das ist nicht das einzige günstige Geschäft, das er machte. So verkauft er zum Beispiel sein Luxushaus in Southampton für 36 Millionen Dollar, das er selbst 2006 für 6,5 Millionen Dollar kaufte. Seit 2016 besitzt er eine Wohnung im New Yorker Stadtteil Gramercy Park für knappe 2 Millionen Dollar. Die Wohnung besteht aus zwei Schlafzimmern und einem Wohnzimmer, das der Schauspieler nach seinem Geschmack renoviert und eingerichtet hat. Er ist bekannt, dass ein Freund der Schauspieler und Fernsehmillionär Jim Fallon ihn zu diesem Kauf überredet hatte. Bis 2011 hatte Gere eine andere Wohnung, die er über 20 Jahre lang besaß und für 2,6 Millionen Dollar verkaufte. Jetzt kann die geräumige und helle Wohnung jeder für 20.000 Dollar im Monat mieten. Richard Gere ist ein überzeugender Buddhist und ein lebensfreudiger Mensch. Er ist ein leidenschaftlicher Kämpfer gegen Ungerechtigkeit und ein Verfechter der Wiederherstellung des Friedens. Er kämpft nicht nur für die Freiheit Tibets, was ihm ein besonderes Einreiseverbot nach China einbrachte, sondern er setzt sich auch für die Umwelt, Gesundheit und die Menschenrechte ein. Auch aktuelle Ereignisse haben ihn sehr verärgert. Er hat sogar eines seiner Autos versteigert, um den Erlös für wohltätige Zwecke zugunsten der Kriegsopfer in der Ukraine zu spenden. Jaguar XK8 Cabriolet aus dem Jahr 1999 wurde für 31 Dollar versteigert. Dieses schöne Auto hat ein 5-Gang-Automatikgetriebe und einen 4-Liter Motorhubraum. Zum Zeitpunkt des Verkaufs betrug der Kilometerstand 50.000 Kilometer. Normalerweise wurde der Schauspieler am Steuer eines Audi RS6 gesehen. Er hat alles, wovon man nur träumen kann. 3 Söhne, eine geliebte Frau, Ruhm und Reichtum. Es scheint, dass die Theorie, dass das Gute immer zum Guten zurückkommt, in seinem Lebensweg eine direkte Bestätigung findet. Sein Motto: Hört auf, euch etwas Zeitrangiges zu behandeln. Esst gutes Essen, geht in die Sonne spazieren, springt in den Ozean, teilt die kostbare Wahrheit mit, die euch auf dem Herzen liegt. Seid albern, seid liebt, seid selbstsam. Für das andere gibt es einfach keine Zeit. Sind Sie mit der Aussage des Silberfuchses einverstanden? Thank you. Peter Dinklage, wie lebt Tyrion auf Game of Thrones und wie viel verdient er? Peter Hayden Dinklage wurde am 11. Juni 1969 in Morristown, New Jersey, in einer gewöhnlichen Familie geboren. Seine Mutter Diane arbeitete als Musiklehrerin in einer Grundschule und sein Vater John Carl als Versicherungsvertreter, aber er war immer wieder monatelang arbeitslos. Peter hat deutsche, irische und englische Wurzeln. Zum Zeitpunkt von Peters Geburt zog die Familie bereits einen Sohn, Jonathan, auf. In seiner frühen Kindheit wurde bei dem zukünftigen Schauspieler eine seltene Genmutation diagnostiziert, Achondroplasie. Bei dieser Pathologie handelt es sich um eine Form von Zwergwuchses, bei der sich das Wachstum der Gliedmaßen verlangsamt, während sich der Kopf und der Rumpf normal entwickeln. Bemerkenswert leidet nur Peter an dieser Störung, der Rest seiner Familie ist kerngesund. Im Alter von 5 Jahren unterzog sich der Junge einer OP, um seine Beine zu begradigen, aber mehr konnten die Ärzte nicht machen. Als Teenager war Dinklage 135 cm groß und wog 35 Kilogramm. Peter besuchte eine katholische Privatschule für Jungen. Wegen seines Aussehens wurde er oft von Gleichaltrigen gedemütigt. Deswegen war er je zornig und ungesellig. In einem Interview gab er zu, dass er dank seiner Familie, die ihm beibrachte, sich selbst zu akzeptieren und mit dem Druck der Gesellschaft fertig werden konnte. Mit zunehmendem Alter begann der Junge, seine Besonderheit mit Humor zu nehmen, was sein Selbstbewusstsein stärkte. In der 5. Klasse spielte Peter die Hauptrolle in der Schulaufführung von The Velveteen Rabbit und bekam so viel Beifall, dass er beschloss, in Zukunft Schauspieler zu werden. Danach wirkte bis zu seinem Schulabschluss in vielen Aufführungen mit. In seiner Freizeit entwickelte Dinklage sein Talent weiter, indem er mit seinem älteren Bruder Puppenspiele für die Nachbarschaft organisierte. Übrigens hatte Jonathan auch gute schauspielerische Fähigkeiten. Aber die Liebe zur Musik überwog und später wurde er ein professioneller Geiger. Interessanterweise wohnte der Manager von Bruce Springsteen in der Nachbarschaft der Dinklages. Der berühmte Musiker probte oft dort und für Peters Familie war es zu laut, was ihnen überhaupt nicht gefiel. 1987 machte unsere Figur seinen Schulabschluss und schrieb sich anschließend an Bennington Theatre College in Vermont ein, wo er sich für das Hauptfach Dramaturgie entschied. Dort erwies er sich als ein talentierter und fleißiger Student sowie als großartiger Kamerad. Seine außerschulische Zeit verbrachte Peter wie jeder andere Student auf lauten Partys mit Alkohol und Musik.
Er spielte sogar in seiner eigenen Punkband Wizzy, wo er Trompete spielte und einer der Leadsänger war. Zur Erinnerung an seine unbeschwerte Jugend hat Dinklage eine auffällige Narbe im Gesicht, die er bei einem seiner Konzerte beim Springen auf der Bühne bekam. 1991 schloss der junge Mann das College ab, woraufhin er mit seinem besten Freund Ian Bell nach New York ging. Dort wollten sie eine Theatergruppe gründen. Die Jungs hatten nicht so viel Geld, also mieteten sie eine billige Wohnung in Brooklyn, ohne Heizung und mit einer Horde Ratten. Lange Zeit konnte Peter keine Arbeit finden, die Theatertruppen nahmen ihn nicht und in den Filmen wurden ihm nur Kobolde und Zwerge angeboten, deren Rollen er aus Prinzip ablehnte, da sie sich meistens über Zwerge lustig machten. Nach zahlreichen erfolglosen Vorsprechen nahm Dinklage einen Job bei einer Datenverarbeitungsfirma an, aber das Geld, das er da verdiente, reichte kaum für die Miete. Peter gab zu, dass er sich zu dieser Zeit oft nur eine Packung Chips pro Tag leisten konnte. Schließlich wurden die Jungs wegen Nichtzahlung der Miete vor die Tür gesetzt, woraufhin unsere Figur bei Bekannten auf der Suche nach einer Bleibe umherziehen musste. Bald hatte Dinklage Glück und bekam eine Rolle in einem Independent-Film. 1995 gab der aufstrebende Schauspieler sein Leinwanddebüt in dem Komödiendrama Living in Oblivion, wo sein Partner am Set Steven Buscemi war, der sein guter Freund wurde. Do you know anyone who's had a dream with a dwarf in it? No! I don't even have dreams with dwarves in them. The only place I've seen dwarves in dreams is in stupid movies like this. In dem Film spielte Peter im Wesentlichen sich selbst, einen Schauspieler, dem aufgrund seines Zwergwuchses nur stereotypische Rollen angeboten wurden. Obwohl Dinklages schauspielerische Leistung von den Kritikern hochgelobt wurde, konnte er keinen Agenten finden. 1996 spielte Peter Dinklage in dem Actionfilm Bullet, wurde aber nicht einmal im Abspann aufgeführt. In den darauffolgenden Jahren erhielt er nur noch kleine Rollen in Low-Budget-Filmen, darunter Safe Man, Human Nature, Just a Kiss, 13 Moons und die Fernsehserie Third Watch. 2003 trat Dinklage in den Drama The Station Agent auf, in dem er die Rolle eines zwergischen Einsiedlers spielte, der zum endlosen Spott der anderen verurteilt wurde. Really angry? About what? Being a dwarf. Die Rolle war ein echter Durchbruch in seiner Karriere und brachte ihm zahlreiche Nominierungen für Filmpreise ein, darunter den Screen Actor Guild Award für den besten Schauspieler. Im selben Jahr spielte er in dem Familien-Fantasy-Film Elf und in dem Drama Tiptoes, wo seine Partner Gary Oldman, Matthew McConaughey und Kate Beckinsale waren. Peter Dinklage trat auch am New York Public Theater auf und spielte Richard III. In Shakespeares gleichnamigen Stück, wovon er schon lange träumte. In der Folgezeit trat Dinklage in vielen weiteren Stücken auf. Interessanterweise spielte seine Liebe zum Theater eine wichtige Rolle in seinem Privatleben. Ende der 90er Jahre lernte er die Theaterregisseurin Erika Schmidt kennen. Auf der Grundlage des gemeinsamen Interesses an der Schauspielerkunst entstand eine starke Freundschaft zwischen jungen Menschen, aus der sich im Laufe der Jahre eine Liebe entwickelte. 2004 machte Peter seiner Geliebten einen Heiratsantrag und ein Jahr später spielte das Paar eine bescheidene Hochzeit. Im Jahr 2005 spielte Dinklage in der Fernsehserie Life as We Know It und Entourage, dem Melodram The Baxter der Komödie Surviving Eden und dem Drama Lassie, in dem er einen reisenden Zirkusartisten spielte. Seine Filmografie wurde dann mit den Serien Threshold und Nip Tuck, der romantischen Fantasy Penelope und dem Kriminaldrama Find Me Guilty, ebenfalls mit Vin Diesel in der Hauptrolle, erweitert. Obwohl der Film an den Kinokassen keinen Erfolg hatte, bekam Peter für seine Leistung viel Lob von den Kritikern. 2007 spielte Dinklage einen verrückten Wissenschaftler in dem Fantasy-Film Underdog und in der britischen Komödie Death at the Funeral, dem Mann Peter, der bei der Beerdigungszeremonie auftaucht und behauptet, der Geliebte der Verstorbenen gewesen zu sein und von dessen Angehörigen Geld für sein Schweigen verlangt. How do you think that makes me feel? I'll tell you how that makes me feel. Cheap. Like a cheap slut. Don't you think I deserve something?
Der Film wurde so beliebt, dass 3 Jahre später ein amerikanisches Remake gedreht wurde, in dem unsere Figur die gleiche Rolle noch einmal spielte, nur mit einer anderen Besetzung. 2008 trat der Schauspieler in The Chronicles of Narnia, Prince Caspian, auf, wo er den Zwerg Trumpkin spielte. Nach der Veröffentlichung des Films haben Kritiker einstimmig festgestellt, dass Dinklage das stereotypische Bild nicht beseitigte. Und er selbst bezeichnete die Teilnahme an diesem Projekt als eine große Enttäuschung. Dann wurden die Filmografie von Peter mit solchen Werken wie die Sitcom 30 Rock, das Drama St. John of Las Vegas, das Melodram I Love You Too, den Thriller The Last Rites of Ransom Pride und die Tragikomödie Pete Smalls is Dead hinzugefügt. Bei der letzten fungierte Peter auch als ausführender Produzent. 2011 trat Dinklage in der romantischen Tragikomödie A Little Bit of Heaven sowie in der spektakulären Serie Game of Thrones auf, die auf der Romanreihe A Song of Ice and Fire von George Martin basiert. What you see is a dwarf. If I had been born a peasant, they might have left me out in the woods to die. Alas, I was born a Lannister of Casterly Rock. Things are expected of me. Bemerkenswert ist, dass unsere Figur der erste zugelassene Schauspieler war, der nicht einmal am Casting teilgenommen hat. In der Serie spielte Peter Tyrion Lannister, genannt Zwerg, der einen ausschweifenden Lebenswandel hatte. Nach der Premiere der ersten Staffel erschien Dinklage auf der Titelseite der Rolling Stones. Das Magazin Playboy nannte ihn Sexy Handsome und GQ verlieh ihm den Titel Man of the Year 2011. Der Schauspieler selbst steht diesen Titeln skeptisch gegenüber, weil er nicht glaubt, dass Frauen in der Realität sich für Zwerge interessieren. Anschließend gab es 7 weitere Staffeln Game of Thrones, in denen Peter bis 2019 immer wieder die Hauptrolle spielte. In einem Interview gab er zu, dass er, wenn er das Drehbuch in die Hände bekam, es von Ende an las, um sicherzustellen, dass seine Figur bis zur letzten Folge leben würde. Dabei stieg die Beliebtheit seines Charakters mit jeder Staffel und schließlich belegte er in der Rangliste der besten Charakter den 2. Platz. Nur hinter seiner Bildschirmschwester Cersei. At some point I want to hear how a Night's Watch recruit became king in the North. As long as you tell me how a Lannister became hands of Daenerys Targaryen. Long and bloody tale. To be honest, I was drunk for most of it. Lena Headey, die Cersei spielte, ist übrigens eine langjährige Freundin von Peter. Und er war es, der den Filmmacher riet, sie für die Rolle einzuladen. Von den Schauspielern der Serie hat unsere Figur die meisten Auszeichnungen erhalten. 4 Emmys, Golden Globe, Saturn und den Screen Actors Guild Award. Und New York Times ernannte Peter Dinklage zu einem der 8 Schauspieler, die das Fernsehen zu einer Kunstform gemacht haben. Game of Thrones ist das erfolgreichste HBO-Projekt aller Zeiten und auch das teuerste im Fantasy-Genre. Nach einigen Berichten betrug Peters Gehalt $150.000 pro Episode in der 1. und 2. Staffel, in der 3. und 4. $300.000, in der 5. und 6. eine 500.000 pro Folge und in der letzten Staffel waren es 1,1 Millionen pro Folge. So hat das Gesamteinkommen von Dinklage bei den Dreharbeiten der Serie $30 Millionen überschritten. Parallel zu den Dreharbeiten zu Game of Thrones nahm der Schauspieler an anderen Projekten teil. Er vertonte die Charaktere in den Animationsfilmen Scratch Continental Cracker Part 2, Ice Age Continental Drift, Rick and Morty und Angry Birds. Außerdem hatte Tyrion in einem Videospiel, das auf der Serie basiert, die Stimme verliehen. Darüber hinaus hat Peter in mehreren Filmen mitgewirkt. 2013 erweiterte sich seine Filmografie mit dem Melodram A Case of You und der Komödie Knights of Barrissom und im Jahre 2014 mit dem Drama Lowdown, The Angriest Man in Brooklyn und dem Science-Fiction-Actionfilm X-Men Days of Future Past, in dem er den bösen Wissenschaftler Bolivar Trask spielte. By the time you see the need for my program, it'll be too late. And you will have lost 2 wars in 1 lifetime. Interessant, dass Dinklage die Rolle in diesem Film so sehr wollte, dass er zusagte, ohne das Drehbuch gelesen zu haben. Seine schauspielerische Leistung wurde von den Kritikern hochgelobt und er wurde für den MTV Award als Best Villain nominiert. Im Jahr 2015 spielte Peter Dinklage in dem Drama Taxi und in der Science-Fiction-Komödie Pixels, die kritisiert und für eine Goldene Himbeere nominiert wurde.
216 gründete Dinklage mit seinem Geschäftspartner David Ginsberg die Firma Asteria Films. Im selben Jahr wurde die Komödie The Boss zu seiner Filmografie hinzugefügt, gefolgt von den Kriminalfilmen Rememory und den Dramen Three Christs and Three Billboards Outside Ebbing, Missouri mit Frances McDormand und Woody Harrelson. You two boyfriend or girlfriend? Early stages, you know? Is that right? We had a couple dates. Der letzte Film wurde von den Kritikern hochgelobt und die Darsteller des Teams gewannen zahlreiche Preise, darunter 2 Oscars und 4 Golden Globes. Obwohl Peter selbst keine Auszeichnung für seine Rolle erhielt, bezeichnete das Publikum seine Darstellung als eine der denkwürdigsten. 2018 spielte der Schauspieler in dem Science-Fiction-Drama I Think We Are Alone Now und dem biografischen Film My Dinner with Hervé, der über die letzten Tage des französischen Schauspielers Hervé Villechaize erzählt. Being famous is like being drunk, except the whole world is drunk with you. In beiden Filmen fungierte unsere Figur als auch Produzent. Im selben Jahr trat Dinklage als Riesenzwerg in den Superheldenfilm Avengers Infinity War auf, der zu einem der umsatzstärksten Filme aller Zeiten wurde. What happened here? You were supposed to protect us. Asgard was supposed to protect us. Asgard is destroyed. 2019 hatte Peter einen Cameo-Auftritt in der Komödie Between Two Ferns, The Movie. Und ein Jahr darauf spielte er die Hauptrolle in dem Thriller I Care A Lot. Außerdem vertonte er einen der Charaktere, The Croods, A New Age. Im Jahr 2021 spielte Dinklage die Titelrolle in dem Musical Cyrano, das auf dem gleichnamigen Bühnenstück basiert und dessen Drehbuch von Peters Frau geschrieben wurde. Freak. Is that it? Have you exhausted your dictionary of scorn? Interessanterweise bettelte Erica regelrecht um die Rolle an, da er davon träumte, auf der Bühne zu singen. Im Gegensatz zum Originalstück ist die Besonderheit der Hauptfigur jedoch nicht die riesige Nase, sondern die Tatsache, dass er ein Zwerg ist. Für seine brillante Leistung in dem Musical wurde Peter für den Golden Globe nominiert. Jetzt ist unsere Figur weiterhin aktiv in Filmen zu sehen. Die Komödie American Dreams wurde im Sommer 2022 uraufgeführt. Die Dreharbeiten zu She Came to Me, Toxic Avenger und Brothers sind ebenfalls abgeschlossen und The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes und Hit Pick befinden sich in der Endphase der Dreharbeiten. Bis heute wird Dinklages Vermögen auf 25 Millionen Dollar geschätzt, wozu auch Filmeinnahmen und Werbeverträge gehören. 2017 spielte er die Hauptrolle in einem Werbespot für die Biermarke Estrella Damm. Und 2018 rappte er in einem Werbevideo für Doritos Chips und Mountain Dew zusammen mit Morgan Freeman. Der Schauspieler hat auch für die intuitive Netzwerktechnologie von Cisco geworben. Es ist witzig, dass Dinklage, als er berühmt wurde, einen so seriösen Vertrag unterschrieben hat, aber zu Beginn seiner Karriere wurde ihm nur die Rolle von Elfen in der Weihnachtswerbung angeboten, die er aber ablehnte. Der Schauspieler verbirgt sein Privatleben sorgfältig vor der Öffentlichkeit. Peter hat keine Accounts in sozialen Netzwerken und ist sehr verärgert, wenn Paparazzi seine Familie beobachten. Es ist bekannt, dass seine Frau im Dezember 2011 eine Tochter zur Welt brachte, deren Name sie nicht preisgeben. Und im September 2017 bekam die Familie ein weiteres Kind, dessen Geschlecht und Name ebenfalls unbekannt sind. Einigen Berichten zufolge haben die Kinder die Krankheit ihres Vaters nicht geerbt. Dinklage und seine Familie hatten seit langem in Manhattan gelebt, wo man ihn oft beim Gassegehen mit seinem Hund oder beim Rollerfahren sehen konnte. Vor ein paar Jahren zog das Paar in ein Landhaus mit einem riesigen Garten, den der Mann gerne pflegt. Aber all das bleibt hinter den Kulissen und ist von den neugierigen Augen der Fans verborgen. Der Schauspieler besitzt einen Chrysler 300, der speziell für seine Größe entworfen wurde. Außerdem lässt er verständlicherweise seine Kleidung auf Bestellung nähen oder kauft sie in Kinderläden. Seit seinem 16. Lebensjahr ist Dinklage Vegetarier.
Als er am Set von Game of Thrones Fleisch essen musste, wurde anstelle vom echten Fleisch Tofu oder einfach unechte Produkte verwendet. Peter ist außerdem Mitglied mehrerer Tierschutzorganisationen. Er hat einmal das Video Face Your Food im Namen von PETA eingesprochen, das sich für den Verzehr veganer Lebensmittel aus ethnischen Gründen einsetzt. Der Schauspieler wurde wiederholt gefragt, ob er als Prominenter die Interesse der Zwerge vertreten wollte. Dinklage entgegnete, dass er sich auch jetzt noch nicht immer mit seiner Behinderung abfinden kann und es daher scheinheilig wäre, anderen zu helfen, mit etwas fertig zu werden, mit dem er noch nicht selbst umgehen kann. Allerdings hat er seine Beliebtheit genutzt, um auf einen Vorfall aufmerksam zu machen. In seiner Golden Globe-Rede 2012 erwähnte er den zwergwüchsigen Schauspieler Martin Henderson, der von einem betrunkenen Rugby-Spieler in einer neuseeländischen Bar rumgeworfen worden war. Infolgedessen erlitt Henderson eine Wirbelsäulenverletzung und starb schließlich 2016 daran. Unsere Figur wurde nach der Veröffentlichung von Game of Thrones weltweit bekannt. Aber Peter hat noch andere bemerkenswerte Arbeiten. Was ist Ihr Lieblingsfilm mit Peter Dinklage? Wenn euch das Video gefallen hat, bitte liken und bitte followt den Kanal, um nichts Interessantes zu verpassen.